Jetzt zu einem Thema, auf das ich im Vorfeld echt gespannt war. Möbelrabatte. Die werben ja wie verrückt mit gigantischen Preisreduzierungen oder dass einem die Mehrwertsteuer geschenkt wird. Und auch wenn man wie ich eine gewisse Grundskepsis solchen Versprechen gegenüber hat, verlockt es einen ja dann doch ein Stück weit. So nach dem Motto, wollte ich ja eh kaufen, dann vielleicht jetzt, wo es gerade so super reduziert ist. Das Problem, man kann im Grunde überhaupt nicht einschätzen, wie echt die Rabatte sind. Es sei denn, man schaltet Experten und eine versteckte Kamera ein. Marktcheck deckt auf. Prozente, Rabatte, verlockende Werbewelt. Das ist alles Schall und Rauch. Das ist eine Verkaufsmasche, um möglichst viele Kunden in den Laden zu bekommen und möglichst viel Möbel zu verkaufen. Das ist irreführende Werbung mit Bezug auf den Preis. Der Kunde kann nicht mehr nachvollziehen, wie hoch die Ersparnis tatsächlich ist, wie hoch die Differenz wirklich ist. Wir wollen es genau wissen und machen die Stichprobe bei XXXL Mann Mobilia und Möbel Martin, zwei große Möbelketten im Südwesten. Dieses Markensofa ist unser Testprodukt. Sowohl Möbel Martin als auch XXXL Mann Mobilia werben dafür mit Sonderangeboten und Rabatten. Um herauszufinden, wie gut die Angebote wirklich sind, gehen wir zu einem kleinen familiengeführten Möbelhaus in Worms. Geschäftsführer Gunter Gradinger macht uns ein Angebot für unser Testsofa. Stoff, Füße, Funktionen, alles muss identisch sein. Am Ende kostet das Sofa hier 2.200 Euro, ganz ohne Rabatte und Sonderaktionen. Den Preis könnte ich Ihnen das ganze Jahr anbieten, das wäre kein Problem. Das ist ein ganz regulärer Preis, bei dem wir auch was verdienen können, wo wir unsere Kosten decken können. Jetzt fahren wir zu Möbel Martin und machen den Vergleich. Dazu drehen wir mit versteckter Kamera. Schon am Eingang locken die Schnäppchenpreise. Unser Testsofa ist hier angeblich um 68% reduziert. Von 3.913 Euro auf 1.275 Euro. Ein guter Preis, keine Frage. Stutzig macht uns allerdings der hohe Ursprungspreis. Er liegt deutlich über dem vom kleinen Möbelhändler von 2.200 Euro. Wie kann das sein? Wir fragen Olaf Günther. Er war jahrelang selbst im Möbelhandel tätig. Inzwischen verrät der Insider die Tricks der Branche in seinen Büchern. Jeder Händler kalkuliert seinen Möbelpreis selbst. Das heißt, man kann durch bestimmte Rechenspielchen dann auf astronomische Summen kommen, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Und auf diese überhöhten Preise, da gebe ich dann meine Rabatte. Und da sind dann Prozentzahlen von 50% oder 60% absolut möglich. Möbel Martin bestätigt auf Nachfrage, dass es sich bei dem ursprünglichen Preis von 3.913 Euro nicht um den Listenpreis des Herstellers handelt, sondern um einen selbstkalkulierten. Aha. Weiter geht's bei XXXL Mann Mobilia. Als erstes fällt auf, unser Sofa hat hier einen anderen Namen. Statt Puro Manhattan heißt es hier Puro Metropolis. Im Gespräch bestätigt die Verkäuferin aber, dass es sich um das identische Modell handele. Bei unserem Einkaufsverband heißt es Metropolis. Und woanders heißt das anders. Das ist halt so. Es ist gang und gäbe, dass bestimmte Möbelstücke in verschiedenen Möbelhäusern unterschiedliche Namen haben. Sinn und Zweck ist eigentlich ganz einfach. Man möchte für den Möbelkäufer den Preisvergleich so schwer wie möglich machen. Am besten sogar unmöglich. Bei XXXL Mann Mobilia kostete das Sofa 4.555 Euro. Abzüglich der Rabatte steht ein Preis von 2.184 Euro. Also fast genauso viel wie beim kleinen Möbelhändler, ganz ohne Rabatte. Auch bei XXXL fragen wir nach, wie es zu dem hohen Ursprungspreis kommt. Dazu antwortet das Unternehmen nur ausweichend. Es stellt sich die Frage, ob die beiden Produkte und Services wirklich 100%ig vergleichbar sind. Zumindest der Service ist tatsächlich nicht vergleichbar, denn beim kleinen Möbelhaus sind Lieferung und Montage im Preis inklusive. Bei XXXL müssten wir dafür noch mal 200 Euro extra zahlen. Ich kann den Möbelkäufern nur empfehlen, sämtliche Rabatte grundsätzlich erstmal außer Acht zu lassen. Denn
Das spielt überhaupt keine Rolle, was vorher irgendwo mal irgendwas gekostet hat. Interessant und letztendlich wichtig ist für mich, was muss ich unter dem Strich bezahlen? Auch bei der Verbraucherzentrale gibt es immer wieder den Verdacht, dass Möbelhäuser mit völlig überhöhten sogenannten Mondpreisen agieren. Nachweisen können die Verbraucherschützer das allerdings nur selten, so wie kürzlich bei Möbelroller. Also Möbelroller hatte verschiedene Produkte angeboten mit einem durchgestrichenen Preis und dann einem neuen Preis, beispielsweise ein Stuhl für 49 statt 69 Euro. Es konnte aber über eine Verbraucherin, die uns das geschildert hat, nachgewiesen werden, dass dieser Stuhl vorher auch nur 59 gekostet hat. Das heißt, da wurde ein Preis künstlich in die Höhe gesetzt, damit das Angebot besonders günstig erscheint. Möbelroller hat sich vor Gericht verpflichtet, diese irreführende Werbung künftig zu unterlassen. Die Rabattschlacht in der Möbelbranche geht trotzdem weiter. Selten sind die Preise wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick aussieht. Kunden sollten deshalb ordentlich vergleichen.